Also ich fange mal damit an, dass ich zunächst unsere Panelisten aufs Podium bitte. In der Zeit kann ich dann darüber nachdenken, wie ich diese Aufgabe jetzt bewältigen soll. Zunächst bitte ich mal Leni Breymeier zu mir zu kommen. Wo ist sie? Da hinten kommt sie. Die meisten von euch werden Leni kennen. Sie war früher mal Verdi-Vorsitzende in Baden-Württemberg und stellvertretende Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg, hat jetzt allerdings dieses Rollenprofil auf den Kopf gestellt. Jetzt ist sie aktiv in der Politik als Vorsitzende der SPD in Baden-Württemberg und für Verdi jetzt eher etwas im Stilleren aktiv. Herzlich willkommen, Leni. Was ich zu all unseren Panelistinnen und Panelisten jetzt dazu sagen muss, sind alles Brückenbauer oder auch Wanderer zwischen den Welten. Sie sitzen nämlich auf diesem Podium, weil sie eine Parallelfunktion erfüllen. Sie sind eben zum einen aktive Aufsichtsratsmitglieder und zum anderen eben auch aktiv in der Politik tätig. Genau diese Schnittstelle zwischen betrieblicher Praxis und politischer Einflussnahme interessiert uns jetzt in diesem Abschlussplenary. Im Falle von Leni ist es so, dass sie Aufsichtsrätin der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG ist, zusätzlich zu ihrer Funktion als SPD-Vorsitzende Baden-Württemberg. Dann würde ich zu mir bitten, Heinz Bierbaum. Heinz ist Mitglied des Parteivorstandes Die Linke, wie ich vorhin erfahren habe, vor allem auch sehr stark für die internationale Arbeit dort zuständig. Und er ist gleichzeitig Aufsichtsrat der Saarstahl AG. Jochen Behrensson. Jochen ist Mitglied des Sprecherinnenteams von Gewerkschaftsgrün. Es ist keine allzu starke Flanke der Partei. Und Aufsichtsrat der Landschaftlichen Brandkasse Hannover und ist dort eben auch im Personalrat tätig. Willkommen, Jochen. Und anders als hier hinten auf der PowerPoint-Präsentation angegeben, heißt unser letzter Panelist nicht Günther Beck, sondern Günther Back. Er ist Mitglied im Landesvorstand der CDA Nordrhein-Westfalen und Aufsichtsrat der ThyssenKrupp Steel Europe AG. Er hat, wie Karle Korte heute schon angedeutet hat, möglicherweise einen kleinen Wettbewerbsnachteil in der Runde der heutigen Panelisten. Es ist nämlich so, dass wir Vertreter der SPD, der Grünen und der Linken haben und diese Parteien haben immerhin eines gemeinsam in dieser Vorphase des Wahlkampfs, sie haben nämlich alle beschlossene Wahlprogramme. Das ist bei der CDU/CSU derzeit noch nicht der Fall, da wird der gemeinsame Parteivorstand erst am Montag tagen. Wir werden dieses Handicap angemessen berücksichtigen, Günther. Willkommen. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Brücke gefunden. Ich fange jetzt mal an mit einer Ausgangsbeobachtung. Die Kernthese von Kalle ist ja, dass Mitbestimmung in erster Linie Sicherheitsanker in unserer Gesellschaft ist und weniger soziale Gerechtigkeit steht. Wenn aber das Sicherheitsanker im Sinne von tradiertem Bewahren ist, dann ist schon interessant, dass bei dieser Umfrage jetzt rausgekommen ist, dass Mitbestimmung 50% der Kolleginnen und Kollegen hier im Raum deshalb so wichtig zu sein scheint, weil der digitale Wandel damit gestaltet werden soll. Das hat aber nichts mit Bewahrung von Bewährtem und Erhalt von Alten zu tun. Also da tun sich schon erste Widersprüchlichkeiten auf. Wir wollen jetzt hier auch darüber reden, Karl hat es ganz am Schluss gesagt, wie können wir jetzt eigentlich den Zeitkorridor nutzen nach Verabschiedung der Wahlprogramme, nachdem ihr ja alle wisst, was zur Mitbestimmung da jetzt so drinsteht, um jetzt in der Phase Wahlkampf und dann Koalitionsvereinbarung oder Verhandlungen noch Einfluss zu nehmen auf unsere eigenen Parteien, was eben das Vorantreiben des Themas Mitbestimmung anbelangt. Deshalb möchte ich mal mit einer Ausgangsfrage jetzt beginnen. Die hatten wir zwar anders vereinbart, aber es bietet sich jetzt an. Inwiefern teilt ihr denn jetzt die Analyse von Karle Korte, Mitbestimmung steht in erster Linie für soziale Sicherheit? Ja, fangen wir doch mal an, Leni.
Und teilt ihr auch die Zuordnung in die vier Dimensionen sozialer Frieden, soziale Marktwirtschaft? Das ist jetzt diese Bewahrungsdiskussion und die beiden, oder die Abstimmung hat ja gezeigt, dass einmal die Gestaltung der Digitalisierung, aber für mich ist auch soziale Sicherheit natürlich in Zukunft so kein Bewahrthema. Das ist ja dummes Zeug. Also insofern geht es ja immer darum, die Zukunft zu gestalten und nicht das, was wir haben, zu bewahren. Und ich glaube auch diejenigen, die dafür gestimmt haben, dass die Migrantinnen und Migranten gut integriert werden müssen, ist natürlich auch ein Zukunftsthema. Mitbestimmung ist immer ein Zukunftsthema. Danke. Günther. Ja, Mitbestimmung und Sicherheit, muss ich sagen, aus meinen betrieblichen Erfahrungen gehört zusammen. Die Beobachtung ist zutreffend. Die Frage ist ganz einfach, die Mitbestimmung, wie sie einmal war, wie sie mal vorzufinden war, gibt es in der Form nicht mehr, weil sich auf der anderen Seite der sogenannte Sozialpartner, den es nach meiner Meinung nach gar nicht mehr gibt, auch verändert hat in der Frage des Umgangs mit der Mitbestimmung. Wir haben immer mehr zu verzeichnen, sage ich mal, selbst in die betriebliche Ebene, einen Frontalangriff auf die Mitbestimmung, dass man versucht, einmal Errungenes, sage ich mal, zurückzuholen. Beteiligung findet in den Betrieben oftmals nur in der Form statt, dass man sich nicht an der Zukunft beteiligt, sondern sich beteiligen soll, sage ich mal, mit dem, was man hat, im besten Fall mit seinem Entgelt, mit zusätzlicher Arbeitszeit und mit bestimmten Dingen, die man lassen soll, damit das Unternehmen noch eine Zukunft hat. Also die Kolleginnen und Kollegen vor Ort haben mittlerweile, sage ich mal, zum Thema Mitbestimmung durchaus nicht nur tatsächlich das Gefühl, sondern wir befinden uns tatsächlich zum Thema Mitbestimmung eher in der Frage, etwas zu verteidigen zu müssen und damit natürlich auch die Frage, gibt man damit nicht auch ein Stück weit Sicherheit auf? Und genau das ist die Diskussion auch im Betrieb. Danke. Heinz. Ja, ich würde schon sagen, dass Mitbestimmung natürlich auch was mit Sicherheit zu tun hat, weil Mitbestimmung dazu dient, auch Arbeitsplätze abzusichern und auch bei Veränderungen sozusagen Einflussmöglichkeiten der Arbeitnehmer zu ermöglichen. Ich glaube, das ist ein Sicherheitsaspekt, der aber gleichzeitig verbunden ist mit einem Zukunftsaspekt und der gleichzeitig verbunden ist mit dem Thema der Gestaltung. Aus der Umfrage kam ja eben sehr deutlich hervor, dass die Frage der Gestaltung der Arbeitswelt eine zentrale Frage ist. Und ich glaube, in dem Zusammenhang muss auch Mitbestimmung gestellt werden. Und das würde für mich auch einen zweiten Punkt berühren, weil ja immer die Frage ist nach der Aktualität, wie können wir das in den Wahlkampf und Ähnliches einbringen. Ich glaube, dass Mitbestimmung in Verbindung mit Gestaltung der Arbeitsbedingungen, mit der konkreten Arbeitswelt verbunden werden muss. Ich glaube, dann wird es auch attraktiv und dann kann man das auch den Menschen erklären. Danke. Und Jo. Ja, vielleicht erstmal noch, weil ja hier so ein bisschen Grünbashing schon zweimal war. Wir sind als Gewerkschaftsgrüne schon ganz stolz darauf, dass wir ein paar Punkte auf unser Programm bekommen haben, die wir jetzt hier auch diskutieren. Also insofern haben wir da schon kleine Etappensiege auch in der Frage der Sensibilisierung innerhalb unserer Partei. Wenn ich diese Frage der Bedeutung der Mitbestimmung mal analysiere, was wir heute hier viel gehört haben, dann sehen wir, dass wir ein hohes Maß an Verunsicherung bekommen durch diese Digitalisierungsdebatte. Ich komme aus dem Dienstleistungsbereich, ich weiß, was das bedeutet, was damit für Ängste verbunden sind. Wir haben vor uns Transformationsprozesse, ob mit Grün oder ohne, die zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit Industrie bei uns verändern werden. Die Frage ist nur, in welcher Geschwindigkeit. Dieses Maß an Unsicherheit erfordert, und das ist auch ganz selbstverständlich so bei unseren Beschäftigten, dass sie sozusagen von uns auch Signale der Sicherheit brauchen. Und das Element sozusagen in Fragen der Verunsicherung einer Gesellschaft sozusagen im Rahmen dieser Möglichkeiten, die Mitbestimmung und gewerkschaftliche Organisation bietet, den Beschäftigten das Signal zu geben, das passiert hier mit einem hohen Maß an Sicherheit für euch, ist eine unserer zentralen Funktionen und Aufgaben. Und ohne die Beschäftigten werden diese Veränderungsprozesse nicht ordentlich laufen und kann zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Deswegen brauchen wir starke Mitbestimmung, um das Signal dieser Sicherheit in diesen Digitalisierungs- und Veränderungsprozessen zu geben. Das ist ganz klar. Und ich glaube, das ist auch jedem von uns klar. Das spüren wir alle. Lass mich noch mal eine zweite Sache ansprechen. Das ist so diese Frage, die wir hier hatten mit der Frage, TUI-Konzern, mit dem, das ist hier eine Bedrohung der Freizügigkeit und hier werden Rechte missachtet sozusagen, wenn hier die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten gewählt werden. Das ist krass widersprüchlich.
Ja? Wenn es darum geht, sozusagen solche Diskussionen aufzuführen, dann ist sozusagen das unzulässig, dass Beschäftigte, die in einem Unternehmen dieser Rechtsform arbeiten, demokratische Rechte haben und in einer anderen Rechtsform nicht. Das ist doch die Frage des Widerspruches. Ja? Es kann doch nicht sein, dass einer nur, weil er in der Rechtsform eines Unternehmens arbeitet, Mitbestimmung in der Unternehmensmitbestimmung hat und in der anderen Rechtsform nicht. Diesen Tatbestand müssen wir auflösen, mit aller Kraft dagegen angehen, sozusagen, weil demokratische Rechte in dieser demokratischen Struktur, diesem bisschen, was wir haben, dieser Wirtschaftsdemokratie, das ist, muss unabhängig von der Rechtsform sein. Es kommt auch keine Kommune auf die Idee zu sagen, ich wechsle jetzt mal die Rechtsform, damit ich keinen Rat mehr wähle. Jetzt möchten wir es aber möglicherweise auch ein bisschen genauer wissen. Also wenn wir uns anschauen, was Kalle Korte aufgelegt hatte, dieses Chart mit den vielen bunten Blasen, da sieht man ja, dass sich im Grunde genommen über den Zeitstrahl die Parteien immer näher angenähert haben, was ihre mitbestimmungspolitischen Forderungen und Profilierungen anbelangt. Die eine Partei schreibt ein bisschen mehr, die andere Partei schreibt ein bisschen weniger in die Wahlprogramme rein. Aber was ja zu sein scheint, ist, dass man im Grunde genommen breiten Konsens hat. Nehme ich jetzt mal diese Darstellung von Professor Korte. Mitbestimmung ist eine feine Sache. Jetzt würde ich aber gerne mal ein bisschen mehr dazu hören. Wie ist das denn nun? Wenn wir sagen, die Kernfrage ist jetzt angelehnt an Jochen, soziale Sicherheit für die Beschäftigten in einer Zeit massiver digitaler Transformation. Wir reden über völlig neue Wertschöpfungsketten. Wir reden über Substitutionseffekte von digitaler Technologie, über verheerende Arbeitsmarkteffekte möglicherweise. Inwiefern sind denn jetzt die Parteien hinreichend aus eurer Sicht aufgestellt mit dem, was sie eben in den Programmen gemacht haben? Was sind aus eurer Sicht die zentralen Punkte in den Wahlprogrammen? Und wo würdet ihr euch unter diesen Gesichtspunkten wünschen, dass die Programme darüber hinausgingen? Jetzt fangen wir vielleicht mal umgekehrt an. Oder? Ich habe gerade so lange gesagt. Gut, Heinz. Es ist ja von Professor Korte bei uns ganz richtig festgestellt worden, dass wir die Mitbestimmungsfrage insbesondere als eine Demokratiefrage ansehen. Das halte ich auch für zentral der Beteiligung. Das ist ja die Problematik auch. Das gab ja heute Morgen auch diesen Spruch, ist sozusagen der Arbeitgeberseite, der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit sei verschwunden, was ein völliger Unsinn ist. Weil das merken wir in der täglichen Praxis sehr deutlich. Und ich finde, dass das ein ganz zentrales Thema ist, der demokratischen Beteiligung, und das ist bei Mitbestimmung sehr, sehr wichtig. Nun muss man allerdings auch einen zweiten Punkt sehen. Ich glaube, es kommt nicht nur darauf an, was in den Programmen drin steht, und ich glaube, es kommt auch nicht nur darauf an, was wir sozusagen an Rechten haben. Das ist verbesserungswürdig, das ist heute Morgen sehr deutlich geworden. Aber es kommt auch darauf an, wie Mitbestimmung gelebt wird. Und da, glaube ich, haben wir auch einen bestimmten Nachholbedarf, dass wir kritischer umgehen müssen auf der Unternehmensebene mit Unternehmenspolitik. Der Einfluss der Arbeitnehmerseite auf die Gestaltung der Unternehmenspolitik, ihr Einfluss auf die Unternehmensstrategie ist in vielen Fällen viel zu gering, und wir sind zu wenig offensiv in dieser Frage. Wir müssen uns offensiv mit der Unternehmensstrategie auseinandersetzen. Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Deswegen klar programmatische Punkte, klar rechtliche Verbesserungen, aber auch die gelebte Mitbestimmung muss sehr viel intensiver werden. Das halte ich für dringend für erforderlich. Also ich glaube, wenn die Arbeitgeber herkommen und sagen, die Mitbestimmung hat sich überholt, dann versuchen sie uns damit in die Defensive zu bringen, dass wir dann einfach das, was wir haben, verteidigen und überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwelche neuen Sachen zu fordern. Nun haben wir, das ist jetzt ja heute auch hinreichend dargestellt worden, Andrea Nahles hat es ja dargelegt, jetzt im SPD-Parteiprogramm zur Mitbestimmung, zur Unternehmensmitbestimmung Punkte drin, mit denen ich außerordentlich gut leben kann, auch als Gewerkschafterin, schon mal irgendwie die Zahl der Beschäftigten auf 1.000 zu reduzieren, die mit in die deutsche Mitbestimmung reinzunehmen, wenn die Firmen woanders ihren Sitz haben. Ich sitze da bei den Kollegen aus dem Einzelhandel, die sagen, H&M, Zara, Ikea, die haben keine Unternehmensmitbestimmung in Deutschland, haben zigtausende von Beschäftigten. Oder ich komme aus Baden-Württemberg, hört man ja, und dann haben wir da um Heilbronn rum, haben wir eben die Firma Kaufland, zigtausende von Beschäftigten, und jede ihrer Gesellschaften hat unter 2.000 Leute.
Und die anderen, dann die Discounter, die heißen dann Lidl und die tun sich dann zwischen den Stiftungen da hin und her kegeln. Das ist alles nicht in Ordnung und das muss man, also muss raus aus der Defensive und diese Sachen dann laut und deutlich einfordern. Aber ich sage euch auch, ich kandidiere jetzt ja auch für den Bundestag in Baden-Württemberg und war jetzt schon bei etlichen Podiumsdiskussionen meiner Gewerkschaften und fetz mich über Rente und über Hartz und Greti und Bleti, aber mir ist noch keine einzige Frage zur Mitbestimmung gestellt worden. Das heißt, da braucht man mich jetzt auch nicht überzeugen, aber alle anderen, die da kandidieren, Land auf, Land ab, die werden nicht konfrontiert mit diesen Mitbestimmungsfragen. Und es seid ihr, das heißt, da hinzugehen, die zu nerven und zu quälen und die Geschichte mit der Mitbestimmung zu erzählen, damit die Kandidatinnen und Kandidaten auch die Idee haben, dass es da Leute gibt, die es tatsächlich interessiert. Das wäre jetzt gerade mal auch euer Job so. Ja, wenn ich mit dem Letzten zuerst anfange, die Frage, hat sich die Mitbestimmung überholt oder nicht? Ich sag mal, wer so etwas behauptet, wie jetzt hier heute Morgen kundgetan, dass man sie eigentlich nicht mehr braucht, weil die Gegensätze sich sozusagen überlebt haben, aufgehoben sind, der ignoriert die Wirklichkeit. Mehr kann man dazu nicht sagen, weil es ist tatsächlich vor Ort ganz anders. Und von daher gesehen ist die Mitbestimmung, sag ich mal, nötiger denn je, weil sonst würde sehr willkürlich Tür und Tür geöffnet und dem Treiben bestimmter Arbeitgeber. Und ich denke mal, wir sind gut beraten, die Mitbestimmung mit Klauen und Zähne zu verteidigen, weil wir brauchen sie und wir brauchen sie auch in der Zukunft. Die Frage jetzt mit den Bubbles, ja, da bin ich jetzt natürlich, ich habe, sag ich mal, wenn ich mir die in die Gedanken zurückwerfe, habe ich ja gesehen, dass, sagen wir mal, die Parteien links meiner Partei immer mit recht großen Bubbles davon kamen. Meine ist da eher etwas, sag ich mal, unterprivilegiert gewesen. Das reizt mich aber denn trotzdem zu der Frage. Es ist ja in der Zeit, die dort auf der Zeitschiene aufgeführt wurde, relativ wenig zum Thema Mitbestimmung passiert. Wenn denn die Ansprüche dieser Parteien mit diesen großen Bubbles in ihren Parteiprogrammen so groß war, was haben Sie denn davon umgesetzt? Also nur Anspruch zu stellen, sozusagen, und dann am Ende klaglos als, sag ich mal, zu landen, kann es vielleicht taktisch klüger sein, sag ich mal, ein Stück weit im Sinne einer Fortentwicklung der Mitbestimmung erstmal ein bisschen weniger zu machen und dann aber das wenige, was man dann machen will, auch tatsächlich umzusetzen. Man muss die taktische Frage mal stellen dürfen. Günther, darauf kommen wir gleich noch. Nur der Hinweis, die verschiedene Größe der Bubbles ist nicht die Wählerzustimmung zu den einzelnen Parteien. Das war... Ja, vielleicht. Also ich bin gerade noch überrascht gewesen, dass bei den Grünen überhaupt ein Bubble für den Kollegen Korte hier da Richtung Demokratie war, weil das in dem Programmteil Demokratie habe ich da Aussagen auch vermisst. Also auch in unserem Programmteil. Das ist, und die eine Frage war ja, das Programm ist das eine, was passiert in der Realität. Ja, so ein bisschen habe ich das so verstanden. Also ich mache das ja auch nicht erst seit gestern und ich erinnere mich noch gut, dass wir in der Programmatik 98 SPD und Grüne, sagen wir, ähnliche Konstellationen hatten. Und was danach kam, war für uns grauenhaft. Ja, ganz ehrlich, also das Ergebnis dieser Politik korrigieren wir langsam jetzt, ja. Da muss man ganz nüchtern, das fällt auch innerhalb meiner Partei vielen noch schwer, das dazu auf Distanz zu gehen. Eleni, bei dir ist ein bisschen besser vielleicht. Aber das muss man einfach ganz nüchtern sehen. Ja, was dabei rauskommt am Ende, ist ja nochmal was ganz anderes. Welche Priorität bekommt das? Aber liebe Kollegen, ich muss auch nochmal eins sagen. Ich habe mir extra Jackett vorhin mitgenommen, vergessen anzuziehen. Da habe ich den alten Pro-Mitbestimmungs-Ansticker noch. Sebastian 2013, glaube ich, ne? Die Sammlung der ganzen Zitate, warum Mitbestimmung so geil ist. Von allen Arbeitgebern durch, ja. Seitdem ist es nicht besser geworden. Ja? Und das liegt auch an uns. Ja? Nutzen wir alle Möglichkeiten, sozusagen in unserer Betriebsöffentlichkeit unsere Kollegen, unsere Jungen auszubilden und über die Mitbestimmung zu informieren? Machen wir das wirklich? Schaffen wir es mit unseren betrieblichen Veröffentlichungen auch eine Art von Gegenöffentlichkeit herzustellen? Ist das, was wir erleben in der Frage Wertverlust der Mitbestimmung, Wertverlust der Bindung bei den Betriebsräten? Wir reden über ein neues Betriebsrats- oder Betriebsverfassungsgesetz, aber stellen fest, dass weniger als 50%, die Kleinen noch nicht mehr mitgerechnet, durch Betriebsräte vertreten werden. Das ist so das Kernproblem. Das ist doch nicht, dass wir da mal eine Schraube mehr reinkriegen. Wir müssen das erstmal wieder zu einer Basis machen. Und dann ist noch mir eins ganz wichtig. Bei allen Diskussionen um den Wert und Betonung der betrieblichen Mitbestimmung. Das sage ich in aller Deutlichkeit immer wieder auch als betrieblicher Funktionär. Wenn diese Kellertreppe abwärts bei der Tarifbindung wegfällt,
dann können wir das betrieblich nicht halten. Wenn diese Klammer, dass wir diese selbstverständliche Freiheitsvorstellung, dass wir die Sozial- und Arbeitsbeziehungen auf der tarifvertraglichen Ebene für die Branchen regeln, wenn das nicht mehr trägt, werden wir das durch betriebliche Mitbestimmung und Betriebsräte nicht auffangen. Das Erste muss sein, stabiles Tarifvertragssystem. Als allererstes, ohne das, ja, werden wir betrieblich verhungern in der Konkurrenz der einzelnen Unternehmen miteinander. Ein wichtiger Hinweis, also dass wir hier in diesem Rahmen Tarifbindung und Mitbestimmung immer als ein Paket eben diskutieren, ist ein wichtiger Hinweis. Jetzt stellt sich aber natürlich eine ganz interessante Frage für euch und das rekurriert jetzt nochmal auf die erste TED-Umfrage. 98,5% hier im Raum haben gemeint, wir müssen mehr Öffentlichkeit schaffen für Mitbestimmungsfragen. Das ist jetzt natürlich ein zentrales Thema. Wir treten jetzt in die heiße Phase des Wahlkampfs ein nach der Sommerpause und werden dann in Koalitionsverhandlungen gehen. Was zum Teil schon deine Frage beantwortet, Günther, wenn ich mal abgleiche, SPD-Programm 2013 Koalitionsverhandlungen, Andrea hat es vorhin gesagt, zwei wesentliche Punkte sind erhalten geblieben bei dem GroKo-Koalitionsvertrag, nämlich Schwellenwerte und Informationsrecht der Betriebsräte bei Werkverträgen. Das waren die beiden Punkte, die übrig geblieben sind. Jetzt müsste man ja sagen, wir brauchen Öffentlichkeit. Wir brauchen, müssen im Wahlkampf Öffentlichkeit generieren. Mag stehen in den Wahlprogrammen, was jetzt will. Und wir müssen so Öffentlichkeit generieren, dass auch in den Koalitionsverhandlungen jenseits der Programmvorlagen eben die Politik bereit ist, dieses Thema mit aufzugreifen. Also wir müssen jetzt öffentlich pushen. Jetzt seid ihr in zentraler Funktion in den Betrieben. Wie macht man das denn? Wie könnt ihr eure Leute jetzt mobilisieren für dieses Mitbestimmungsthema, so dass die eben auch aktiv werden in dieser Phase zwischen Wahlkampf und Koalitionsverhandlungen? Ich glaube, das geht ganz gut, wenn man möglichst konkret wird und an den konkreten Auseinandersetzungen dran ist. Deswegen möchte ich das auch mit einem Beispiel machen. Im Saarland, wo ich herkomme, geht es konkret um die Auseinandersetzung, was wird mit der saarländischen Stahlindustrie. Die spielt eine sehr, sehr große Rolle. Im Saarland wissen alle, dass ohne die Mitbestimmung es die saarländische Stahlindustrie nicht mehr gäbe. Und auch gegenwärtig ist die Mitbestimmung insgesamt außerordentlich aktiv zur Verteidigung der Arbeitsplätze in der Stahlindustrie. Ein zweites Beispiel. Es geht konkret um betriebliche Entwicklungen, die bedroht werden. Wir hatten vorher gesprochen über das Thema, ist ja einleitend auch gesprochen worden, über institutionelle Anleger. Wir haben zunehmendes Problem institutioneller Anleger bei Betrieben, die dann diese Betriebe ausschlachten und dergleichen mehr. Und ich glaube, da ist es entscheidend, wie weit die Betriebsräte, die Belegschaften beteiligt werden, wie weit Gewerkschaften Einfluss nehmen. Wenn wir das deutlich machen und diesen Zusammenhang herausstellen, anhand der konkreten Entwicklung, die wir vor Ort haben, dann sehe ich eigentlich nicht so das große Problem, dass das etwas ist, was dann überhaupt nicht diskutiert wird. Ich gebe völlig recht. Wenn man das auf Wahlkampfveranstaltungen macht, wird das Thema Mitbestimmung als Mitbestimmung kommt kaum vor. Aber wenn ich es verbinde mit der konkreten Auseinandersetzung um den Erhalt von Arbeitsplätzen, um die Entwicklungsperspektiven von Regionen, dann glaube ich, können wir das Thema Mitbestimmung auch wirklich im Wahlkampf thematisieren, sodass es die Menschen auch ergreift. Weil ich sehe immer einen konkreten Zusammenhang, nicht Mitbestimmung nicht als etwas Abstraktes, sondern als etwas sehr Konkretes der Beeinflussung von Unternehmenspolitik und ihren Auswirkungen auf die Arbeit. Arbeitsplätze, ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen vor Ort. Und ich glaube, diesen Zusammenhang müssen wir herstellen, dann geht es auch im Wahlkampf. Also ich behaupte mal, dass Mitbestimmung an sich ein überhaupt kein sexy Thema ist. Es interessiert keinen Menschen. Also wir haben erlebt, die Veränderungen im öffentlichen Dienst bei uns auch, Landespersonalvertretungsgesetz ist verschlechtert worden, hat keinen Menschen interessiert, ist verbessert worden, hat keinen Menschen interessiert. Da stehst du auf den Personalversammlungen rum und erzählst die Geschichten, warum das alles so wichtig ist. Es interessiert keinen Menschen. Das heißt, Mitbestimmung per se ist überhaupt kein Thema, das die Leute interessiert oder wo du irgendjemand hinterm Ofen vorbringst. Du kannst nur anhand der Themen
machen, also die jetzt auch ja da vorher auch abgestimmt wurden. Wir werden riesige Veränderungen bekommen aufgrund von Digitalisierung und dann müssen wir über die Themen reden und dann müssen wir die Leute, die da in den Aufsichtsräten drin sind, in Vordergrund bringen und sagen, was die da machen können, aber auch die Grenzen. Ich meine, da tust du immer so, als hättest du da Mords die Mitbestimmung, aber am Ende des Tages ist es halt doch immer noch so, da ritt ja heute schon gar niemand mehr drüber. Heute ist wenigstens noch der leitende Angestellte angesprochen worden, aber dass der Aufsichtsratsvorsitzende im Zweifel zwei Stimmen hat, das hemmt doch schon mal jeden Aufsichtsrat von vornherein. Das heißt, du kannst dann deine Ideen da einbringen und musst anhand der Themen dann lang diskutieren. Aber dass die Mitbestimmung innerhalb des Betriebes für die Beschäftigten ein Kampfthema wird oder wie es jetzt vorher kam, da wir machen jetzt, was war das, die europäische Tralala da zum Thema Mitbestimmung, habe ich schon gestaunt. Also ich mache dann schon mit, aber ich sehe jetzt echt noch nicht die Massen, die da dabei sind. Das. Ja, Mitbestimmung ist natürlich, weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, das sexy sein muss oder könnte. Natürlich gibt es, sag ich mal, in der Arbeitswelt und alle die sich in der Arbeitswelt tummeln, eine ganze Menge von Menschen, von Leuten, die Verantwortung tragen, die sagen, Mitbestimmung entweder ganz klein oder gar nicht, die gibt's. Die gibt's sogar bei mir in der Partei. Die gibt's wahrscheinlich auch in jeder Partei. Die Frage, Mitbestimmung erstmal für wen? Die Frage der Mitbestimmung war von Anfang an eine Machtfrage. Und wenn wir uns scheuen, diese Frage der Mitbestimmung als Machtfrage anzuerkennen, dann werden wir da auch nicht großartig weiterkommen. Und wie löst man Machtfragen? Die löst man relativ einfach, indem man in den Betrieben gewerkschaftlich organisiert. Weil ich muss in den Betrieben, und deswegen liegt der Schlüssel auch der Mitbestimmung, wir können so gute Gesetze machen, wie wir wollen. Wir haben ein gutes Betriebsverfassungsgesetz. Ich habe ein Gremium von 39 Betriebsratsmitgliedern. Lässt sich alles verbessern, keine Frage. Wenn irgendwann die Belegschaft sozusagen auf die Idee kommen sollte, sich 39 Betriebsratsmitglieder zu wählen, die nicht Mitglied der Gewerkschaft sind, dann ist zwar formal dem betriebsverfassungsrechtlichen Grundsatz Rechnung getragen. Wir haben Leute, aber haben wir dann noch Mitbestimmung in dem Sinne, wie wir sie vertreten wollen? Insofern, das A und O ist der Betrieb und im Betrieb muss Mitbestimmung organisiert werden und über Machtfragen lässt sich auch auf die Politik Einfluss nehmen. Wir haben am 3. Mai, ein paar Tage vor der Landtagswahl in Duisburg-Hüttenheim, am kleinsten Standort in Duisburg, eine große Kundgebung gehabt. Ein paar Tage vor der Wahl. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Politiker gerannt gekommen sind und da mal ein Grußwort halten wollten. Also, es gibt die Möglichkeiten und nochmal, Machtfragen werden unten im Betrieb durch Mitgliedschaft in der Gewerkschaft und durch Konzentration über die Gewerkschaft müssen diese Dinge dann nach vorne getragen. Ein anderes Rezept gibt es nicht. Insofern ist in erster Linie die Aufforderung an uns, stärker zu organisieren, um dann eben entsprechend über den Weg nach vorne zu kommen. Dem stimmen wir alles völlig zu, Günther. Nur muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht aus der Spur geraten. Weil was wir brauchen, ist natürlich ein tragfähiger rechtlicher Rahmen. Und wir können in den Betrieben organisieren, wie wir wollen, wenn wir Unternehmen haben, die in europäisches Gesellschaftsrecht abgleiten und damit wird der rechtliche Rahmen für die Mitbestimmung weggespült, dann agieren wir im luftleeren Raum. Deshalb reden wir heute über Bundestagswahlen und wie können wir sicherstellen, dass die Politik sich in eine Richtung bewegt, um eben auch bei zunehmender Digitalisierung, Europäisierung und Globalisierung sicherzustellen, dass der Rahmen in Zukunft trägt und Sicherheit gibt. Thomas, ich muss ja mal Günther noch mal ein bisschen beispringen, weil ich glaube, so ein bisschen, wir kommen an der Frage nicht vorbei. Doch, tue ich aber gerne, weil diese Frage, wie wir das organisiert haben, lebt davon, dass wir akzeptieren, dass das Aushandlungsprozesse von starken Verbänden auf Augenhöhe sind. Das, was Andrea Nahles heute Morgen gesagt hat mit dieser OT-Mitgliedschaft auf Arbeitgeberverbänden in dem Tarifvertragsgeschäft, ja, schwächt die strukturelle Voraussetzung und setzt die Voraussetzung dafür, dass wir auch darüber diskutieren müssen, ob das Modell überhaupt noch funktioniert. Und auf unserer Seite ist das ganz einfach. Wenn die Kollegen sozusagen sich nicht mehr für die Gewerkschaften entscheiden
Und wir, ihr habt ja Idealzustände bei euch, ja? Wenn ich euch den Organisationsgrad, den echten Organisationsgrad im Finanzdienstleistungsbewerbe sage, ja, klappen sich die Fußnägel hoch, ja? Aber wenn ich mir überlege, wie viele Kollegen ich in meinen, da haben sie auch ein Stück mein Versagen, ja? Ich mache da seit 25 Jahren, die Kollegen gehen trotzdem nicht in die Gewerkschaft, ja? So, und die entscheiden sich gegen diesen Verband als Organisation für ihre Interessen, ja? Dann muss ich irgendwann mal an so einer Stelle sagen, trägt das System überhaupt? Ja, das basiert auf der Organisation, dass wir starke Verbände haben und das sind wir mit starken Mitgliederzahlen auf der einen und ohne OT-Mitgliedschaft auf der anderen. Das ohne OT-Mitgliedschaft kann ich noch gesetzlich verändern, aber gesetzlich die Kollegen in unsere Gewerkschaft holen, dann müssen wir schon selber machen. Das ist irgendwie, ich will noch zu der Frage, was können wir als Öffentlichkeit, wir sind ein, ich komme aus so einem kleinen Versicherungsunternehmen, öffentlich-rechtlich, 2000 Beschäftigte. Kolleginnen sind auch noch ein paar dabei. Wir sind bemüht, immer aus Aufsichtsratssitzungen, Drittelbeteiligung nach NPERS-VG, irgendwie ganz komplizierte Situationen, ja, so immer regelmäßig darüber zu informieren. Ja, wir machen regelmäßige Infos, so dass ich glaube, dass unsere Beschäftigten so ein wenig ahnen, was Mitbestimmung bedeutet. Ja, wer in unserer Branche macht denn das? Ihr werdet das hier alle machen. Aber seid ihr die Mehrheit? Ja, regelmäßig darüber zu informieren und nicht nur vor Wahlen. Die Bedeutung von Mitbestimmung einfach über die Berichterstattung auch zu konkretisieren. Das geht doch nur so. Und wir haben den Zugang über die Betriebe, über die Belegschaften. Und damit erreichen wir doch eigentlich auch ganz viele Menschen und haben das Potenzial. Und noch ein Satz, weil ich das vorhin bei den Leitenden, das will ich auch nochmal. Wenn wir hier über sowas reden, müssen wir auch mal eine kritische Nabelschau machen. Es gibt doch nicht nur Leitende, die sich willfährig in den Unternehmen einbinden lassen. Das sind doch auch ganze Aufsichtsratsstrukturen jenseits der Leitenden, die da mitmachen und nicht kämpferisch für unsere Sache nach vorne gehen. Wenn wir das mal ehrlich analysieren, ist doch Mitbestimmung auch diskreditiert durch das Verhalten Einzelner, die diese Mitbestimmung auch leben. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Da müssen wir auch mal gucken, was da gerade passiert und wo es auch sozusagen Entwicklungen gibt, die auch fahrlässig sind, ja, wo Dinge zugelassen werden, die uns auch Probleme bereiten in der öffentlichen Wahrnehmung, ja, wo dann gesagt wird, guckt ihr das mal an, wie da Mitbestimmung gelebt wird und wir uns dafür rechtfertigen, ich mich zumindest manchmal dafür rechtfertigen muss. Danke, Jochen. So, jetzt würde ich um Unterstützung durch unsere Anwälte des Publikums bitten. Ja. Jetzt sollt nämlich ihr mal ein bisschen reinkommen ins Gespräch. Gibt es denn Rückmeldungen, Anmerkungen von eurer Seite? Ja, gibt es und hier kommt auch gleich die erste. Ja, zu zwei Themen möchte ich Stellung nehmen, Günther. Du hast gesagt, dass der ein oder andere in deiner Partei auch für die Mitbestimmung ist. Also ich würde eher behaupten, der ein oder andere, nämlich Leute so wie du, sind für Mitbestimmung und der größte Teil in der CDU ist leider dagegen. Praktisches Beispiel dafür die Zerschlagung letztens von Hochtief, wo es darum ging, dass eine europäische Verordnung in deutsches Gesetz umgewandelt werden müsste. Und wer hat sich beharrlich geweigert, es zu tun? Die CDU. Und da hätte man also durch kleine Sachen beweisen können, dass man bestehende Gesetze in Deutschland angewandt vor der Zerschlagung geholfen hätte, gerettet hätte. Die andere Sache, Leni, du hast vollkommen recht, ich kann dich da unterstützen. Der die Mitbestimmung nicht kennt, der vermisst sie auch nicht, weil der weiß eigentlich gar nicht, was er damit abgibt, weil er hat sie einfach nicht. So, natürlich, wenn selbst wenn du Mitbestimmung hast und in Sozialplanverhandlungen steckst oder so, Sozialplan bedeutet immer Personalabbau, aber in einem mitbestimmten Betrieb sieht das immer noch anders aus als in der kleinen Klickesbude. Und den Schlusssatz, um vielleicht noch einen draufzustecken, weil doppeltes Stimmrecht für einen Vorsitzenden ist scheiße, deshalb mache ich hier Werbung, wenn Mitbestimmung, dann Montan-Mitbestimmung. Ach so, und das Ganze hat gesagt Wolfgang Lorenz. Von den Salzgittermann, das ist mein Groblech GmbH aus Müllheim an der Ruhr. So, danke, ich habe noch einen zweiten Wähler, der sich gleich gemeldet hat. Ja, es ist vorher etwas der ein Rudolf Lutz, Funktionsbereichsleiter Betriebspolitik bei IG Metall Vorstand. Es ist vorher der Eindruck entstanden, Mitbestimmung wäre etwas für Biedermeier, die Sicherheit, ja, aber wir haben eine Beschäftigungsbefragung gemacht und ich möchte in Erinnerung rufen, von den 13.000 Leiharbeiterinnen und Leiharbeitern, die geantwortet haben, sagen zwei Drittel, sie haben keine sichere Perspektive. Menschen, die leben in einer ständigen Unsicherheit. Und wenn wir Beschäftigungssicherungen machen, beispielsweise in der Automobilindustrie, Zulieferer, habe ich vor zwei Jahren einen Vertrag gemacht bis 2020, Beschäftigungssicherung.
Ja, das war ja nicht, dass die Menschen ihre Sicherheit haben wollen. Das ist ja berechtigt, sondern weil der Arbeitgeber Druck gemacht hat und damit gedroht hat, diese Arbeitsplätze abzubauen. Das ist ja die Realität, ja. Und wenn man die Beschäftigten in der Automobilindustrie fragt, die auch Beschäftigungsgarantien haben, natürlich wollen die Sicherheit, ja. Aber die Realität ist doch momentan eine ungeheure Unsicherheit, die Menschen erfahren, und zwar tagtäglich durch den Druck erfahren, ja. Und für mich ist Mitbestimmung dann auch in der Kombination der Befragung der Mechanismus, der aus dieser Unsicherheit nicht nur Sicherheit macht, sondern auch Gerechtigkeit. Ich glaube, das ist nochmals ganz wichtig, dass wir über die Mitbestimmung den Ausgleich zu einer gerechten, zu gerechten Lösungen finden. Das, denke ich, muss auch nochmals hervorgehoben werden. Eine Stimme würden wir noch nehmen. Da ist die Stimme. Herr Stefan Warlingen, auch von der Landschaftlichen Brandkasse oder besser bekannt als VGH Versicherungsgruppe Hannover. Eins ist ganz richtig oder ganz wichtig, dass wir mehr Gewerkschaftsmitglieder brauchen. Wir kommen da auch in der VGH nicht so wirklich gut voran. Finanzdienstleistungsbranche ist da schwierig. Ich will aber noch mal an einen Punkt erinnern, den hatten wir heute Vormittag schon. Wenn ich mir vorstelle, dass ich junge Leute anspreche, die bei uns eine Ausbildung machen und dann übernommen werden mit einem Jahresvertrag. Und die dann frage, wollt ihr in die Gewerkschaft eintreten? Dann sagen sie natürlich, wie soll ich das machen? Also grundsätzlich muss man doch erstmal sagen, wir brauchen viel mehr, also jetzt gerade was Wahl betrifft, politischen Druck dahin, dass wir dieses verdammte Befristungssystem endlich mal beenden und sagen, jeder, der eine Ausbildung macht, braucht eine vernünftige Perspektive, dann kann er auch in die Gewerkschaft eintreten. Wir weisen noch auf den Tweet hin, der jetzt gerade auch angezeigt wird. Wir sprechen von unseren Betrieben, kann Kapitalbeteiligung der Arbeitnehmer einen Weg zur Mitbestimmung stärken? Und zurück, Thomas, zu dir und zu deiner Podiumsrunde. Na, die Frage gebe ich doch direkt mal an die Panelisten weiter. Und ich füge noch eine zweite an, weil wir uns dem Ende zuneigen. Vorhin kam ja die Frage auf, stellt euch mal vor, ihr müsstet euren Nachbarinnen und Nachbarn vermitteln, welch ein Zukunftsthema Mitbestimmung ist. Wie würdet ihr das machen? Und Leni, im Kern bin ich bei dir, wenn du sagst, es ist nicht der öffentliche Renner, dieses Thema. Wie erkläre ich denn den Leuten, was ist europäisches Gesellschaftsrecht? Was würdet ihr machen, wenn eure Parteivorsitzenden eure Nachbarn wären und ihr würdet jetzt eben versuchen, so mit Blick auf potenzielle Koalitionsverhandlungen zu erklären, das brauchen wir für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Also aber zunächst mal zur Frage der Kapitalbeteiligung. Bei der Kapitalbeteiligung bin ich in einer schönen Situation, dass wir keine Kapitalbeteiligung an Beschäftigten ermöglichen können. Kann mich damit fein rausreden. Naja, es ist ein ambivalentes Thema, Kapitalbeteiligung von Beschäftigten, das finde ich außerordentlich schwierig. Ein bisschen wird uns das nochmal erreichen, auch mit diesem unsäglichen Betriebsrentenstärkungsgesetz. Da werden nochmal plötzlich Kapitalsammelbecken geschaffen, die möglicherweise Probleme, die wir haben, noch verstärken. Aber das jetzt nochmal, da können wir noch extra Diskussionen drüber führen. Meinem Nachbarn das erklären, Mitbestimmung. Also ich habe einen Nachbarn, der so leitet ein kleines Unternehmen, ist da auch verantwortlich für. Und also, Parteivorsitzender ist ja noch viel einfacher. Der Parteivorsitzenden brauche ich das nicht zu erklären. Den Spitzenkandidaten, das wäre eine schwierigere Aufgabe. Also zur Frage der Kapitalbeteiligung, ich glaube schon, dass Kapitalbeteiligung ein Weg sein kann, auch für eine Ausweitung der Mitbestimmung, weil letztlich sind ja die Eigentumsrechte ziemlich entscheidend. Die Frage ist, wie man das macht. Das Problem ist ja nicht, die Arbeitnehmer zu einzelnen Kapitalisten zu machen, sondern sozusagen einen kollektiven Einfluss auf Unternehmenspolitik im Interesse der Belegschaften zu haben. In dem Zusammenhang, glaube ich, kann Kapitalbeteiligung eine sehr sinnvolle Geschichte sein. Sie muss aber dann entsprechend ausgestaltet sein. Und es gibt einen weiteren wichtigen Punkt. Es muss das Verlustrisiko für die Belegschaften ausgeschlossen werden dabei. Das ist ein zentrales Thema, sonst wird man es nicht hinkriegen. Zu dem anderen Thema, meine Parteivorsitzende brauche ich nicht zu überzeugen. Ich glaube, meinen Parteivorsitzenden muss ich auch nicht überzeugen. Ich finde unser Programm, also das SPD-Programm zur Mitbestimmung, mit dem kann ich richtig gut leben. Und bevor ich jetzt mit der Kapitalbeteiligung anfange und diese Diskussion führe, die wir vor 30 Jahren schon geführt haben, schauen wir lieber, dass wir die Mitbestimmung ausweiten auf die europäischen und auf auch andere Gesellschaftsformen und auf Unternehmen, die kleiner sind als 2000. Also es wird mir da als erstes einfallen. Und ansonsten müssen wir einfach
einfach drüber reden, wie wir, also ich glaube, wir müssen einfach nicht bloß erzählen, jetzt wenn wir zurückfahren, dass wir in Berlin waren und dass Nahles gesprochen hat und so, sondern warum wir da waren. Einfach, dass wir diese Mitbestimmung, die wir leben, auch mehr in unseren Alltag mit reinnehmen. Ich sehe das doch, ich habe vor 3 Stunden in Facebook gepostet, dass ich hier bin, da habe ich doch jetzt schon 5 Likes gekriegt. Als ich kürzlich zu dem Stegner gesagt habe, lach du mal und ich mach die Fresse, habe ich nach 2 Stunden 150 Likes gehabt. So, und das, nee, und das ist das Problem, Mitbestimmung interessiert nicht. Und deshalb müssen wir die Politik davon ordentlich überzeugen und den Menschen einfach erzählen, was wir da eigentlich tun. Ja, ja, ich habe es auch relativ einfach. Ich brauche meine Parteivorsitzende auch nicht zu überzeugen. Er hat schon den Mittelstand in meiner Partei. Und von daher gesehen, die sind noch 2 Hände mehr, sage ich mal, als nur eine Person, die man da überzeugen müsste. Zum Thema Arbeitnehmer, Produktivkapital in Arbeitnehmerhand oder Kapitalbeteiligung, alte christlich-soziale Idee, alte christlich-soziale Forderung. Als wir da vor 30, 40 Jahren, sag ich mal, versucht haben, in der Gewerkschaftsbewegung Fuß zu fassen, wurde die Nase gerümpft. Interessant, dass das jetzt wieder kommt. Vielleicht sollte man sich dem auch mal ein Stück weit unvoreingenommen nähern. Gut. Ich danke euch allen. Vielleicht sollte ich die Frage mit den Nachbarn, den Parteivorsitzenden als Nachbarn, noch mal etwas näher an Koalitionsverhandlungen stellen. Weil dann wäre die Frage, wie bringt ihr sie dazu, da dann auch Linie zu halten? Toi, toi, toi an euch alle. Vielen Dank. Ich glaube, wir müssen jetzt auch, da ist nämlich so eine große Uhr. Wir sind durch. Herzlichen Dank nochmal. Jetzt gehe ich wieder an die Karen, ne? Nee, du bleibst sogar noch oben. Ah ja. Den Absacker? Ja, komm, dann setzen wir uns da hin. Wir kommen am Ende des Tages an. Ich sehe jetzt nicht mehr in so erwartungsfreudige Gesichter, aber ich glaube, wir sind alle ziemlich satt. Was ich sagen wollte noch zum Schluss von mir aus, als so ein, vielleicht mehr so eine Impression, weil sachlich ist vieles gesagt worden. Wir leben so ein bisschen in dem Widerspruch, Rudolf, du hast das gesagt, dass der Druck da ist und wir gleichzeitig irgendwie so eine leichte Melancholie der Menschen irgendwie sehen, dass sie da nicht so richtig draufspringen. Im konkreten Kampf schon, aber nicht drüber hinaus. Ich habe so einen Film angeguckt vor kurzem, ich will kurz sagen, was da war. Das war von Jim Jarmusch, dem amerikanischen Regisseur, ziemlich bekannt. Der hat einen Film gedreht, vielleicht hat ihn jemand von euch gesehen, über Patterson, ein Busfahrer aus Patterson, Kentucky, Poet. Das geht 2 Stunden über sein vollkommen belangloses, strukturiertes, halbwegs sicheres, aber irgendwie nicht besonders interessantes Leben. Das soll so ein bisschen von dem, glaube ich, von dem Regisseur so sein, nach dem Motto, das erklärt ein bisschen die Apathie der Amerikaner gegenüber der Politik. Kentucky haben wir auch in Deutschland manchmal. Und dann geht er abends immer in eine Bar und da trifft er seinen schwarzen Freund, den Barkeeper, einen Schachspieler. Unterhalten sie so ein bisschen und dann sagt der Schachspieler zu dem Patterson, Barkeeper, ach weißt du, ich will gar nichts mehr verändern. Es hat sich ja noch nie was verbessert. So, und das ist so ein bisschen diese Melancholie, wo man sagen muss, wie kommen wir denn da raus? Weil das ist ja nichts, was ich akzeptieren will als Gewerkschafter. Überhaupt nicht. Wie kommst du raus aus dieser Geschichte? Und meine Antwort wäre schon zu sagen, wenn wir in die Zukunft gucken, haben wir heute viel diskutiert darüber, es weiß momentan niemand, wie sich die Arbeit der Zukunft gestalten wird. Es weiß niemand, was da kommt. Auch die Wirtschaft weiß es nicht. Die behaupten zwar, sie haben den Weg und die Lösung, aber was wir sehen ist, sie fragen uns, ob wir unser letztes Hemd geben und hängen sich den x-ten Maßanzug in den Schrank. Das ist momentan die Konstellation. Und das durchbrechen wir, glaube ich, nur mit rechtlich abgesicherter Mitbestimmung. Wir haben ja darüber geredet, was ist eigentlich daran attraktiv? Beteiligen kann ich mich schon, auch als Junge, als alter Mensch kann ich mich immer beteiligen. Uber-mäßig so ein bisschen. Ich nehme dich mit, du erzählst mir ein bisschen was. Und übrigens war interessant, in der nächsten Ecke lasse ich aber wieder raus. Danke für die Fahrt. So, da wollen wir raus. Sozusagen Beteiligung
heißt, ich muss ein Recht auf Beteiligung haben und wir, das ist unser Marke, sagen dazu Mitbestimmung. Und da bin ich bei Leni, das muss man wirklich offensiv raustragen. Wir sprechen über Mitbestimmung, weil wir ein Recht auf Mitbestimmung haben und dann wird Beteiligung auch attraktiv und dann kannst du vielleicht auch diese Melancholie durchbrechen, weil es geht darum, wenn keiner die Zukunft genau kennt, dann müssen wir doch sagen, wir müssen gemeinsam darum ringen. Und gemeinsam darum ringen geht einfach nur auf Augenhöhe. Sonst werden wir keine guten Lösungen finden und wir werden dann auch keine gute Zukunft gestalten können. Also insofern würde ich sagen, es geht dann natürlich, wir können noch viel über Gesetze reden, wir können auch viel neue Gesetze noch fordern, da haben wir alle super Ideen. Wir sind ja, was hat der Willi gesagt, Funktionärswissenschaftler oder Kenner oder sowas. Aber am Schluss des Tages, das ist auch schon gesagt, und das will ich auch nochmal ausdrücklich unterstreichen, auch aus meiner Erfahrung mit unseren Kollegen bei ThyssenKrupp, Otto Kumpo, mit dem ich zuletzt gearbeitet habe, es geht darum, das dann auch zu mobilisieren. Wenn ich sage, ich will mehr Mitbestimmung, dann muss ich wissen, mit wie vielen Leuten muss ich, kann ich wohin gehen und sagen, Leute, wir sind, dass Sie hier Verantwortung übernehmen. Und wenn ihr wollt, dass wir hier wieder weggehen, dann geht es darum, auch mal zu sagen, dann hört auf uns und dann geht rein und dann kriegen wir vielleicht auch bessere Rechte. Also, Mitbestimmung ist ein richtiges Brett, sehr abstrakt. Nachbarschaftsdialog ist gut. Noch besser ist zu wissen, wie mobilisiert man Einheitsgewerkschaft, Tariffähigkeit, Betriebsrat, Aufsichtsrat in der Reihenfolge, sage ich auch gerne immer in Europa. Ja, und dann, glaube ich, wird Mitbestimmung und Beteiligung attraktiv. Dann kommen wir voran und dann haben wir, glaube ich, auch wirklich eine ernsthafte Chance mit der Mitbestimmung, dem Besteckkasten für Veränderung, für aktive Veränderung tatsächlich auch in diese Zukunft zu gehen. Thomas, wie war's? Es war toll, wir sollten nämlich einen Dialog führen, das war er jetzt, ne? Nein, also ich wollte noch mal ein paar Dinge einfach hochzunehmen, die mir heute in der Debatte besonders aufgefallen sind. Also zum einen glaube ich, das war was, was vorhin auch schon mal angesprochen wurde. Ihr in den Aufsichtsräten spielt ihr immer eine Doppelrolle. Ihr achtet darauf, dass die Interessen der Arbeitnehmer gewahrt bleiben und agiert im Interesse des Unternehmens. Ich glaube, wir müssen auch in der Politik, auch als Gewerkschaften, darauf achten, auch als Böckler-Stiftung, dass wir viel stärker hervorheben, dass wir jetzt ja keine soziale Utopie, irgendwelche romantischen Träume verfolgen von einer besseren Welt, sondern dass Mitbestimmung ein handfestes wirtschaftliches Interesse für jedes Unternehmen ist. Das muss ich deshalb tun, weil anders als es so durchschien in dem Vortrag von Professor Korte, es ja auch bei den Parteien nicht so ist, dass die jetzt einheitlich aufgestellt sind in diesen Fragen, sondern auch in Mitbestimmungsfragen Flügelkämpfe austragen. Also zumindest einige, drücken wir es mal vorsichtig aus. Und das gilt übrigens nicht nur für die Union, es gilt auch für die SPD, weil wenn ich da die Positionen der Netzpolitiker oder die Digitalis oder derjenigen, die von Digitalitis befallen sind, anschaue auf der einen Seite und eben den traditionellen Sozial- und Arbeitspolitikern auf der anderen Seite, sind es zwei Welten in der SPD. Das ist nicht ein Kurs, auch was mitbestimmungspolitische Fragen anbelangt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, was heute ein ganz wichtiges Thema war, war schon auch die Frage wieder, das war heute ganz interessant, dass wir auf der einen Seite die Position hatten, auch von unserer eigenen Bundesjugendsekretärin, die Jugend geht mit und will sich engagieren. Und dann hatten wir aber eine ganz gegenläufige betriebliche Perspektive. Wir kriegen die noch nicht mal mehr in die Jaffas rein. Also es ist einfach, es fehlt das Bereitschaft zum Engagement. Und mit Verlaub, auch wenn wir in einer demografisch alternden Gesellschaft leben, die Jungen als Wählergruppe haben die Partei noch längst nicht abgeschrieben und die brauchen wir, weil nämlich Parteien, die junge Wähler haben, einfach die Parteien sind, die sich auch als modern und zukunftsfähig aufgestellt darstellen können. Und genau deshalb brauchen wir junge Stimmen, die auch öffentlich für Mitbestimmung als politisches Thema eintreten. Das ist mal mein zweiter Punkt. Und der dritte Punkt ist, und das ist der Punkt, wo ich offen gestanden auch nach unseren heutigen Debatten noch immer ein bisschen ratlos bin. Gut, wir haben heute einen starken Fokus auf die Bundestagswahlen. Wir haben 2019 Europaparlamentswahlen. Ich behaupte mal zu sagen, selbst wenn die deutsche Bundesregierung ein relativ starkes Gewicht im EU-Ministerrat einnimmt, als sehr großer Mitgliedstaat eben in der EU-27, die Eigendynamik, die die Kommission entwickelt derzeit in Brüssel bei der Entwicklung neuer Formen europäischen Gesellschaftsrechts,
werden auch von den anderen europäischen Institutionen nicht ausgebremst oder können auch nicht ausgebremst werden. Und meine Frage lautet, und die bleibt offen, weil wir das eben jetzt mit den Bundestagswahlergebnissen graduell beeinflussen können, aber längst nicht im Griff haben. Wie dämmen wir diese Eigendynamik der Kommission ein? Jetzt steht dieses neue Gesellschaftsrechtspaket an. Dagegen ist möglicherweise das, was wir erlebt haben mit der Ein-Personen-Gesellschaft, wirklich nur die Spitze des Eisbergs gewesen. Das kann jetzt noch hammerhart kommen. Und die spannende Frage ist, wenn das kommt, dann möchte ich mal sagen, könnte das durchaus eine ähnliche Durchschlagwirkung haben, wie wenn jetzt das EuGH-Verfahren in dem TUI-Fall schief geht. Also mit der Frage, wie können wir eigentlich wirksamer Einfluss ausüben, dass eben solche gesellschaftsrechtlichen, Entschuldigung, Sauereien auf europäischer Ebene nicht praktiziert werden. Womit sich Europa ja auch keinen Gefallen tut, weil es ja unsere eigenen Leute gegen Europa aufbringt. Das ist eine zentrale Frage. Und da bin ich auch bei meinem letzten Punkt, der wurde heute auch ganz kurz angerissen, den halte ich aber für eminent wichtig. Begreift eigentlich unsere eigene Politik, wenn man sieht, wie bei uns die Gesellschaft auseinanderdriftet und welche Blüten das zum Gedeihen bringt in unserem parteipolitischen System am äußersten rechten Rand, begreift unsere Politik eigentlich, wenn sie von Stabilisierung unserer Demokratie spricht, das schreiben sich ja alle ins Buch, dass Mitbestimmung ein tragender Pfeiler dieser Demokratie ist und Leute, die im Betrieb mitbestimmen, vermutlich die Leute sind, wenn sie den Eindruck haben, sie können was verändern, auch diejenigen sind, die unsere demokratischen Institutionen am stärksten unterstützen, im Zweifelsfall auch in ihrem Wahlverhalten. Das ist, glaube ich, so eine Frage, die müssen wir auch viel stärker thematisieren. Nämlich, wie halten wir eigentlich unsere Demokratie funktionsfähig durch Mitbestimmung und halten die, die diese Demokratie kaputt machen wollen, außen vor? Das wäre so mein positives Schlusswort für den heutigen Konferenztag. Danke. Wie fandst du es? Ich bin total begeistert. Ich würde am liebsten morgen mit euch zum Beispiel zur BDA gehen und mal erklären, warum wir eigentlich die Mitbestimmung für ganz Sonderweg halten. Und so sieht das immer aus, wenn wir beiden Dialog führen.